Eigenartige Tiere schleichen derzeit durch den Rietzer Wald. Ein Wildschwein, ein Hirsch und eine Eule, sogar einen Wolf sieht man. Beim näheren Hinschauen erkennt man aber, dass das keine normalen Tiere sind. Es sind 3D-Tierattrappen. Denn hier übt unter anderem Hans-Jörg Meinschardt sein Hobby aus. Als Initiator hat er den Bogensportclub Rietz ins Leben gerufen. Unser Verein gibt es jetzt eigentlich seit dem Dezember. Seit einem Monat schießen wir da jetzt im Gelände. Und alles. Man hat jetzt mittlerweile schon über 90 Mitglieder, wo es eine stolze Mitgliederzahl ist jetzt in Tirol, da, weil wir sind jetzt ziemlich der jüngste Verein in Tirol mit eben über 90 Mitgliedern. Und in Tirol gibt es halt 33 Vereine schon mit sehr vielen Aktiven. Also man schätzt ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 Aktive. Und das ist eine ganz stolze Zahl. Also Randsportort ist es, glaube ich, keine mehr. Bereits seit 15 Jahren schießt Hans-Jörg mit seinem Bogen. Diese Sportart ist generell ideal für Familien- und Naturliebhaber. Hier können Konzentration, Gleichgewicht und Motorik in freier Natur trainiert werden. Und jeder kann das Bogenschießen erlernen. Bei uns ist der Jüngste 4 Jahre, ist der Jüngste, und der Älteste ist 88. Also da ist eigentlich altersbedingt ist da eigentlich kein Problem. Wir haben auch zwei Schützen dabei, die haben die Parkinson. Und die sagen, wenn sie jetzt da durch den Parcours durchgehen, sind sie ganz relaxed, ganz ruhig und alles. Weil einfach immer wieder da geschossen werden muss, die Spannung wird aufgebaut und alles. Und das ist für ihnen so hart wie Therapie, sage ich mal, ungefähr. 34 3D-Tierattrappen stehen den Bogenschützen zur Verfügung. Mit Pfeil und Bogen gehen die Sportschützen den Parcours ab. Am meisten Punkte gibt es, wenn die Tierattrappen möglichst tödlich, also im Bereich des Herzens, getroffen werden. Das Schießen auf lebende Tiere hat damit aber nichts zu tun. Nein, bei uns ist es absolut verboten, auf Tiere zu schießen, nur auf die Tierattrappen. Es ist ja vom Tiroler Jagdschutzgesetz verboten, mit Pfeilen und Bolzen zu schießen, was ich auch in Ordnung finde, und Gott sei Dank ist es auch so, weil sonst würde es ein bisschen leer ausschauen im Wald, und das muss nicht sein. Das lassen wir in die Jäger über, die sind da geübt, die wissen genau, wo sie tun, für das haben sie das alles, und wir distanzieren uns eigentlich da komplett davon. Geschossen wird mit dem Sportbogen sowie mit dem Langbogen. Es gelten nur unterschiedliche Abschussdistanzen. Alle Mitglieder vom Bogensportclub sind von Zielen, Anvisieren und Schießen fasziniert. Eigentlich das Gesamtpaket, körperliche Betätigung, Konzentration, Fokussieren und was ich total gerne mag, die ganz vielen unterschiedlichen Leute kennenlernen und immer wieder treffen bei den Turnieren. Das Faszinierende ist, dass du gestresst in den Wald kommst und einfach entspannt wieder rausgehst, weil einfach ohne Ruhe und ohne innere Ruhe geht beim Bogenschießen gar nichts. Ich bin Parcoursleiter, nebenzuhören. Und mir taugt es einfach, dass ich Leute die Viecher so umstellen kann, dass sie schießen können, dass alles passt, alles sicher ist, dass keiner Plätze machen kann und dass man einfach ein super Vereinsleben hat. Der Parcours ist für alle Mitglieder, aber auch für Spaziergänger zugänglich. Es wird auch bald einen Tag der offenen Tür geben, an dem dann jeder verschiedene Bögen ausprobieren kann.